Wir müssen hier zum Silo. Thomas, guten Morgen, Kevin, hallo. So, Headtracking. Ich glaube, das... Oh, ein Einsatz gehabt. Na, hoffentlich ist alles hier... Nigels, guten Morgen, servus. Hoffentlich ist alles gut ausgegangen. So, wo ist bitte die Maple Field Mill? Okay, das heißt, irgendwo können wir laden. Und dementsprechend ist alles klar. Ich glaube, hier können wir überladen. Kann das sein, dass das der falsche Zug ist? Das ist jetzt schwierig zu sagen, oder? Ich glaube, wir fahren einfach mal los und bleiben einfach mal bei der nächsten Möglichkeit stehen. Es muss aber doch relativ... Ja, okay. Die richtige Bahngleis ist es auf jeden Fall. So viel kann ich schon mal verraten. Wir müssen hier aufpassen, dass wir hier... Ja, die Befüllung starten. Stopp. Na. Okay, wir müssen hier zu 99% erstmal natürlich vom Hofsilo hierher transportieren. Das machen wir aber natürlich gerne. Das heißt, wir starten die Befüllung von Weizen. Okay. Syntex! Check Hera, servus. Torben, Christe. So. Okay, 8000 Liter geladen. Ich kann hier angeblich, ich weiß noch nicht wie, Wegpunkte setzen. Es geht vermutlich hier. Schauen wir mal rein, ob das wirklich so geht, wie ich mir das gerade vorstelle. Und wir setzen einmal einen Wegpunkt hier her. Wo bitte kann ich Wegpunkte setzen? Ah. Oder kann ich... Ich war... Also, ich hab... Wie funktioniert denn das mit den Wegpunkten? Ja, nice, Raffi. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Basti, servus. Dominik, hallo. Norbert, Pascal. Marc, servus. Ich hätte hier gern... Achso, ich kann nur quasi hier. Aber dann fahren wir hier mal her. Hier ist nämlich der Überladebahnhof. Und hier werden wir mal dementsprechend hinfahren. Vorausgesetzt... Achso. Marker setzen. Fahren wir einfach mal hin, tun wir so, als, oder schauen wir mal. Markus, servus. Nur markante Punkte, okay. Jan, guten Morgen. Text-Talks, servus. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das jetzt richtig ist. Ah, da oben, siehst du schon den Marker da in der... Okay. Ach so, Headtracking, ich glaube, das erklärt sich gerade mehr oder weniger von alleine, wie geil das ist. Also, das ist schon richtig, genau so wie es sein soll. Also, hier gibt es natürlich gibt's, die Begrenzung, weil auch die Kamera jetzt, wenn ich jetzt unter den Tisch springe, gibt es natürlich begrenzungstechnisch einfach Dinge. Also, ich kann mich quasi mehr oder weniger frei bewegen. Es geht natürlich nicht zu weit oder zu tief, aber umschauenmäßig kann ich wirklich, soweit ich das jetzt feststellen kann, relativ alles machen. So, Speed Limit 30. Ich glaube, wir sind hier richtig. Oder, was hast du geglaubt? Wir sind hier richtig. Ach so, Feuerwehr, weil es wenige Mitglieder habt. Ich muss ehrlich gestehen, Feuerwehr technisch bin ich echt nicht. Bin ich echt nicht top. Also ich könnte jetzt auch nicht wirklich was dazu sagen. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Ich bin aber auch kein. Vielleicht kann ich in Zukunft Feuerwehrmods präsentieren und da kann man vielleicht einmal natürlich was sagen. Dario, guten Morgen. Leon, servus. Julian, ich mag grüßen. Waldmeister, guten Morgen. Hallo. So, fahren wir zurück. Ja, Lumen. Wenn ich den Sessel höher stelle, dann sitze ich ja höher. Wenn ich dementsprechend tiefer, das kommt so quasi, kann man sich das vorstellen. Also je nachdem wirklich, wie man sitzt. Text-Talks? Nein, leider nicht. Wenn du nicht offizieller Preview-Partner bist, geht das leider nicht. Jasmin, guten Morgen. So, zieh hoch da.
Guten Morgen, schöne Grüße zurück nach Tirol. Max, servus. Marius, servus. Ingo, guten Morgen. Hans, servus. Ach, dieser wunderschöne Sound. So, ich muss noch ganz kurz den Kollegen sagen. Es ist doch da bitte, da drüben. Erstmal grubbern. Okay, Helfer hätten wir erstmal erledigt. Und wir fahren erstmal weiter. Ja, Biene, kein Problem, Gottes Willen, verstehe. Verstehe 100%, dass man sich nicht spoilern lassen möchte. Verstehe 100%. Ja, Ifko, die Abkippseite kann man selber wählen. Es steht nämlich links oben mit der Taste U, kann man die Abkippseite wählen. Kornschieber links, rechts, hinten. Je nachdem, wie man es echt so haben möchte. So, apropos, wir müssen hier. LS Let's Play, servus, ja, einen guten Morgen. Wie gesagt, Biene, kein Problem. Ich bin da kein Böse, der sagt, hey, mag man das nicht anschauen, ich mag selber spielen. Jo, bitte gerne. Ist absolut legitim, Gottes Willen. Geht ja nicht darum, dass ich jetzt hier alle Spoiler raushau, aber ich verstehe das absolut. Ich habe gestern auch die ersten Streams geschaut, ohne dass ich dementsprechend. Okay. An Sound gehabt habe. So. Weil ich. Ach so! Fuck! Okay, cool, der Kollege steht nimmer. Nein. Wir sollten das wirklich aufsammeln, oder? Vielleicht können wir Gerät mieten. Andi auch wieder hier. Ist da. Andi! Hey! Servus! Hey, du bleib einmal stehen, du. Nette Dame, bitte. Wir werden uns, glaube ich, ihren Ladewagen mieten. Ich glaube, dass das Sinn macht. Jens, guten Morgen. Den Heizermat Holz Hacker. Den haben wir gestern im Video getestet. Da bitte ich dich, dass du das Video von gestern nochmal anschaust. Das könnte gerade in Bearbeitung sein. So, sind wir hier fertig? Okay. Schmalbraten, guten Morgen, hallo. Ja, Freunde, ich spüre jetzt nicht, damit ich hier den Mund wässrig mache. Ich spiele, weil ich offizieller Preview-Partner bin und natürlich genauso wie ihr extrem gerne den LS spiele. Also es ist jetzt hier steckt sonst keine Absicht dahinter. Ich kann aber alle verstehen, die sagen, hey, sorry, ich kann mir das nicht anschauen. Ich mag selber entdecken und selber losspüren. Ist komplett legitim. Verstehe 100%. Ja, die Lichter sind extrem gut. Damien, servus. Luis, guten Morgen. Timo, ja, absolut cool. Also, ihr habt auch so viel Spaß. Es ist so schön umgesetzt. So. Dann beladen wir hier erstmal den Waggon und fahren wir hier mal los. Ja genau, Flo. Also, du hast das natürlich richtig erkannt. Haben jetzt die andere Abkippseite gewählt. Gut, recht mega viel war das ja jetzt, ne? Checken wir hier mal kurz. Okay. Lassen wir den hier mal ganz kurz stehen. Und beladen wir das Ganze nur einmal. Okay, das ist ja generell schon mal der falsche Zug. Ah, Dankeschön, Timo. Ja, bin ich gespannt. So, Befüllung starten. Okay, der Plan geht auf. Wir, ja, befüllen unseren Zug einmal. Unserem Waggon eigentlich. Okay, 10%, Freunde, ist mehr als wie 9%. Immerhin.
Okay, ich versuche das Ganze mit Gaspedal zu starten. Ja, ich würde jetzt echt gern Rüben machen, aber es geht halt leider nicht. So, wir müssen gucken, wo wir hin müssen. Wir müssen zur Maplefield Mill. Also, ich gehe davor aus, dass wir rechtzeitig hier bremsen. Ich versuche es zumindest. Wow. Nice, fettes Gebäude. Schaut sich mal das Wasser. Also die Map ist ja echt heftig geil. Also die Map ist echt genial. So. Es gilt natürlich hier dementsprechend hier zu bremsen rechtzeitig. Das ist ein Zug, also das hat schon einen netten Bremsweg auf jeden Fall. Aber ich glaube, wir haben es souverän wieder mal gerissen. Also wenn es hier keinen Daumen nach oben gibt, Freunde. Wenn es hier keinen Daumen nach oben gibt für dieses Bremsmanöver, dann weiß ich es auch nicht. 5254. Okay. Alter, das ist natürlich. Heieiei. Das ist natürlich. Auf schwer ist es schon mal Stunt. Ich möchte aber nur mal betonen, bitte. Nur fürs Protokoll. Ich möchte auf schwer spielen. Okay? Dankeschön, Joe. Ich möchte nicht hier auf leicht und noch zwei Wochen alles haben. Ich möchte hier freiwillig und gerne auf schwer spielen. Wir haben jetzt zwei... Ja, wow, schaut euch bitte, Freunde, schaut euch jetzt einmal das Wasser an. Schaut euch die Bäume an, schaut euch die Gebäude an, schaut euch bitte das Wasser an. Also wenn das nicht genial ist, dann weiß ich es echt auch nicht. Pasco, guten Morgen, Clashzocker, servus. Ah, ist das nice. Ich möchte bitte nicht noch drei Wochen alles gesehen haben. Ich habe das einzige Mal und das letzte Mal Geld gecheatet, das war gestern. Damit ich euch die kompletten Geräte zeigen kann. Damit ihr natürlich die Geräte aber mir seht. Aber ich möchte nicht noch drei, vier Wochen alles gezeigt haben. Ich möchte Gas geben und ich werde es schaffen mit Livestreams. Dass ich hier im Spielstand weiterkomme, schnell weiterkomme und Vollgas gebe. Aber ich möchte nicht noch drei Wochen alles gezeigt haben. Also ganz, ganz sicher nicht. Hey Max, guten Morgen Max. Wunderschönen guten Morgen, Christe. Schön, dass du da bist. Wir sollten einmal irgendwo was kaufen hier fürs... ich bin wieder am Streamen. Also nicht immer noch. Ich glaube, das wäre zu krass gewesen. Es war dann schon irgendwie um 2.33 Uhr. Na, 100%. Also, ich muss nicht Milliardsten genau realistisch spielen. Das ist nicht zwingend mein Spielstil. Aber ich werde sicherlich mich nicht hetzen lassen. Ich werde auch nicht übertreiben. Ich werde sicherlich nicht übertreiben, dass ich sage, ich spüre es extrem langsam oder extrem komisch oder so. Keine Ahnung. Aber ich werde mich sicher nicht durchhetzen lassen. Ich würde zwar gerne jetzt schon Pappeln machen, aber es lässt sich einfach nicht finanzieren, das ist so. Und ich habe mir's. Agi, servus, guten Morgen. Martin, servus, hä? Hey. Mir geht's gut, danke, wie geht's dir? Secret Man, guten Morgen. Aber ich möchte mich nicht hetzen lassen. So, wir schauen einmal, was wir mit dem Strom machen können. Immerhin können wir es in der Scheune oben verkaufen. Das heißt, das passt ganz gut, wenn wir da dementsprechend vielleicht einmal hier. Alfred kann ich grüßen. Servus Alfred. So. Ja, nein, ich möchte mir wirklich. Erstens mag ich alles zeigen und zweitens mag ich auf das stolz sein, was ich mir hier aufbaue. Also deswegen gibt es ja noch einen Spielstand, den ich natürlich irgendwann einmal mit einer Modmap bearbeite. Aber generell vom Finanziellen her und von den Geräten her möchte ich mir von Anfang bis Ende das erarbeiten. Also wenn ich hier wechsle auf eine andere Karte, wird der Spielstand und die Geräte werden übernommen. So, Ladewagen hätten wir gerne gehabt. Das wäre hier. So, Pöttinger Euroboss, alles andere wäre jetzt zu krass. Einzige Geschichte, was ich jetzt habe, ist initiale Kosten.
Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Das ist das Problem.